So, das ist Katerchen Tommy, sitzt hier im Dresdner Tierheim, wartet auf ein neues Zuhause. Tommy ist vor allen Dingen müde und verschmust im Moment. Tommy ist ein Jahr alt, ist kastriert, ist ein ganz, ganz lieber Kater, hat ein kleines Problem, er hat Katzenschnupfen, einen chronischen Katzenschnupfen. Im Moment ist er gesund, das wird aber immer mal wieder ausbrechen. Das heißt, man muss immer gucken, wie geht's ihm, und wenn er dann wieder einen kleinen Schub hat, dann muss man reagieren. Aber wenn man ein bisschen auf seinen Kater achtet, dann dürfte das kein Problem sein. Und er macht es eben mit ganz viel Liebe wett. Wir haben uns gerade kennengelernt und er ist so verschmust, wie Sie ja sehen. Tommy sollte wegen seinem Katzenschnupfen in Einzelhaltung vermittelt werden, dass er andere Katzen nicht ansteckt. Und er sollte möglichst in ein ruhiges Zuhause, dass er keinen Schub kriegt und dass er immer schön gesund bleibt. Ansonsten kann Tommy auch mit Katzenschnupfen ein ganz alter und schöner Kater werden. Also Tommy wartet hier im Dresdner Tierheim, entsteht auf eine neue Familie.